Frage Nummer 3. Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass ein Kind mit beiden Eltern aufwächst? Warum oder warum nicht? Achte auf. Eine Meinung äußern. Subordinating conjunctions. And qualifiers. Hier sind einige Ideen. Bei dieser Frage bin ich recht zwiegespalten, da beides möglich ist. Auf der einen Seite ist es meiner Meinung nach sehr bedeutungsvoll, dass ein Kind mit beiden Elternteilen aufwächst, weil es ihm Sicherheit und Geborgenheit geben kann. Außerdem finde ich es überaus wichtig, dass ein Kind ein weibliches und ein männliches Vorbild hat. Ich betrachte eine möglicherweise bessere finanzielle Situation für das Kind als weniger wichtig. Trotzdem wäre auch dies ein Argument für das Aufwachsen mit beiden Elternteilen. Auf der anderen Seite gibt es genügend Kinder, die mit nur einem Elternteil aufwachsen, und auch das funktioniert wunderbar. So this is what we said would be a good idea to put into your work. Different varieties of ways of making expression. I think these are all fairly straightforward, apart from ich betrachte such and such als. And I think we had ich betrachte beide Möglichkeiten als wichtig oder als möglich. It means I consider or I consider it to be whatever the adjective is. We also had lots of different subordinating conjunctions, and it's really important at AS level to use a great variety of these. So we had in our text here da, and then auf der einen Seite ist es wichtig, dass ein Kind mit beiden Elternteilen aufwächst, and we also had weil, the good old classic. And remember that each of these sends the verb to the end. And if, like in the last sentence here, there are two verbs in the sentence, it is the conjugated verb which will go last. So if you have a modal verb and an infinitive, it will be the modal verb that goes last here, as you can see in the middle example. Weil es ihm Sicherheit und Geborgenheit geben kann. We also had lovely qualifiers. Again, make sure you use a variety here. Don't just use sehr, which is considered rather simplistic at this level. So we had recht zwiegespalten, which is worthy of some comment anyway. It means totally split. You're not sure at all which way you're going to go on this question. I am totally of two opinions, or of totally undecided, I suppose is the best way of putting that. We also had sehr bedeutungsvoll, very meaningful, überaus wichtig, extremely important, and weniger wichtig, less important. So make sure you use a variety of those italicized words in your work.